Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, heute gibt es meinen Lesemonat für den September, genau. Und ich würde sagen, wir fangen einmal mit der Statistik an und juhu, ein Hoch auf mich. Ich habe zum ersten Mal mein Statistikbuch bei mir und muss nicht extra aufstehen, um es zu holen. Also, ich habe 4,5 Bücher gelesen. Warum 4,5? Das könnt ihr euch sicher denken. Wenn nicht, kläre ich es euch gleich noch. Das waren 2152 Seiten im Monat und das waren 69,4 Seiten durchschnittlich pro Tag. Neuzugänge hatte ich 5. Ja, was ein Subabbau von minus 0,5 ist, aber das ist jetzt nicht so wirklich relevant. Ja, ich habe diesen Monat wirklich abgenommen. Ich glaube, der September war bis jetzt mein schlechtester Monat in diesem Jahr. Nur 69 Seiten. In den letzten Monaten hatte ich immer so ungefähr 100 Seiten. Aber ja, ist nicht schlimm. Ich hatte aber auch viel, viel weniger Zeit jetzt seit September. Und ja, mal schauen, wie das in den nächsten Monaten so sein wird. Ob ich da dann vielleicht doch schaffe, ein bisschen mehr zu lesen. Aber meistens hatte ich auch ganz oft einfach keine Lust zu lesen. Aber weil ich so relativ gute Bücher gelesen habe, hat es doch ganz gut geklappt. Sonst hätte ich schlechte Bücher gelesen, hätte ich, glaube ich, noch weniger gelesen als 4,5 Bücher. Aber nichtsdestotrotz, ich würde sagen, wir fangen einfach an und ich zeige euch meine Bücher. Ich glaube, das erste Buch, was ich schon so mitgelesen habe diesen Monat, war Im leuchtenden Sturm von Jennifer Armentrout. Das Buch habe ich vom Verlag bekommen und habe mich sehr, sehr darüber gefreut, weil ich unbedingt wissen wollte, wie es nach dem ersten Band weiterging. Ich fand den ersten Band ja ganz gut. Ich glaube, der hat 4 Sterne bekommen. Der hatte so ein paar Schwächen für mich. Aber ich muss sagen, ich fand diesen Band super. Der hat mir so gut gefallen. Ich fand den auch besser als den ersten, was bei mir wirklich echt selten passiert, weil meistens sind die ersten Bände immer die besten, weil die noch so einen Zauber irgendwie haben, so vom Neuen. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall, mir hat der zweite Band noch viel besser gefallen. Ich weiß nicht warum, es geht hier weiter um die Geschichte von Josie und Sass und dem ganzen Götter, um den Krieg der Götter, was Josie da für eine Rolle spielt, was Sass da für eine Rolle spielt. Darum geht's ja, damit geht's ja weiter in diesem Buch und ja, das erste Buch hatte gute Ansätze, es hatte auch eine süße Geschichte, die war nicht schlecht, die hat mir auch gut gefallen. Aber ja, dieser Band konnte mich definitiv noch mehr überzeugen, hat mir noch besser gefallen und ja, ich kann nur sagen, ich fand es echt super. Ich bin happy, dass ich es gelesen habe und ja, ich freue mich definitiv auf den nächsten Band. Ich kann es kaum abwarten. Ich hätte am liebsten den dritten Band schon direkt hier zu Hause gehabt und weitergelesen, weil es wieder so spannend geendet ist. Auch das Ende, das war einfach rundum klasse. Das Buch, das war die ganze Zeit spannend, das war cool. Es hat mir Spaß gemacht, das zu lesen. Ich mochte Josie total gerne. Sass, natürlich, Jennifer Armentrout schreibt einfach die geilsten Kerle. Ich weiß nicht, warum sie das immer macht. Aber ja, es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Hat 4,5 Sterne von mir bekommen. Ja, 4,5 bis 5. Also ja, es war schon ein sehr gutes Buch und es hat mir sehr gut gefallen. Ich habe es auch sehr schnell gelesen für meine September-Verhältnisse. Und dann habe ich eher hier den Flop des Monats, nämlich Cold War City von Mona Kasten. Es geht um die junge Raven und vor Jahren hat Raven ihren Tod vorgetäuscht, um vor einer Forschungsinstitution zu entkommen. Sie ist nämlich eine Mutantin mit außergewöhnlichen Fähigkeiten und diese Forschungsinstitution möchte ja quasi an ihr forschen und sich diese Fähigkeiten irgendwie so ein bisschen zu eigen machen. Aber Raven ist, konnte entkommen und lebt jetzt mit ihrem kleinen Bruder in einer anderen Stadt. Ich weiß zwar nicht, ah ja doch, Cold War City, so wie das Buch heißt. Sie versteckt sich in Cold War City und ja, wird dann aber entdeckt von einem jungen Mann, der einer Gruppe angehört, die Mutanten quasi beschützen möchten und die Mutanten trainieren, ihre Fähigkeiten gut zu kontrollieren, die gut einzusetzen. Und ja, weil Raven ihren Bruder unter allen Umständen beschützen möchte und nicht mehr weiß, wie sie das alleine bewerkstelligen soll, weil die Forschungsinstitution, vor der sie geflohen ist, ihr schon auf den Fersen ist, schließt sie sich dieser Gruppe an und ja, dort lernt sie ihre Fähigkeiten zu kontrollieren, besser zu kontrollieren. Und das ist eigentlich so der Inhalt. Mir hat es nicht so gut gefallen. Ich muss leider sagen, es ist bisher das schlechteste Buch, was ich von Mona Kasten gelesen habe. Ich fand sogar ihre Self-Publisher-Bücher besser. Die haben mir damals total gut gefallen. Das fand ich einfach nicht so gut. Ich fand, ja, es war nicht spannend. Die Liebesgeschichte, die hier sein soll, die fand ich
nicht so süß. Die fand ich irgendwie total doof. Es hört sich irgendwie total gemein an, wenn ich das so sage. Ich fühle mich total schlecht dabei, so böse Sachen über das Buch zu sagen. Aber es ist nun mal meine ehrliche Meinung. Und mir hat es einfach nicht gefallen. Mir hat definitiv die Spannung gefehlt. Es war einfach irgendwie so Alltag. Wisst ihr, was ich meine? Es war jetzt nicht so, dass ich in diesem Buch drinne war und diese Welt gelebt habe. Es war einfach so für mich so, als hätte man hier einen Tag von jedem Gewöhnlichen beschrieben. Okay, es war zwar eine Mutantin mit irgendwelchen Fähigkeiten, die ich jetzt persönlich auch nicht mega interessant fand. Also Mutanten, ich glaube, das ist nichts für mich. Ich stehe eher auf Vampire, Dämonen und dieses ganze Zeug. Aber Cold War City, es hatte für mich einfach keine Spannung. Irgendwie war es für mich nicht richtig rund, die Geschichte. Die war so plump. Ich hatte das Gefühl, ich springe von einem zum anderen. Ja, also ich weiß nicht. Der Schreibstil war wieder super. Man konnte sich super leicht reinlesen und alles. Aber für mich war die Geschichte einfach nichts. Ich habe auch schon ein paar andere Rezensionen gelesen im Internet, die dann auch meinten, es wäre ein ziemlicher X-Men-Abklatsch. Das kann ich persönlich jetzt nicht beurteilen, weil ich kenne X-Men nicht. Aber für mich war es einfach jetzt nicht so ultra spannend. Ich fand die Geschichte, ich fand das Buch eher langweilig. Ich habe mich, ja, man hat sich so ein bisschen durch die Seiten. Ja, also es war nicht so, dass ich mir nach immer, wenn ich mit der Antonia 50, übrigens habe ich das Buch mit der lieben Antonia von ins Media gelesen, falls ich es noch nicht erwähnt habe. Immer wenn die 50 Seiten mit der Antonia vorbei war, dann war es nicht so wie bei Night School, dass man dachte, scheiße, ich muss unbedingt weiterlesen, ich muss wissen, wie es weitergeht. Es war dann eher so, ja okay, 50 Seiten vorbei, legen wir das Buch bis morgen weg. Ja, hat mich leider ein bisschen enttäuscht, hat so 3 Sterne von mir bekommen, weil der Schreibstil ganz nett war. Ich fand den kleinen Bruder von Raven ziemlich süß. ja, Raven, mit der kam ich nicht so parat. Manchmal fand ich sie ganz cool und dann im nächsten Moment fand ich sie wieder total doof. Aber gut, ja, so viel zu dem Buch. Kommen wir zu dem nächsten Buch und ja. Harry Potter und die Heiligtümer des Todes. Der letzte Harry Potter Band. Ich habe den jetzt zur Hälfte, denn die erste Hälfte hatte ich ja im letzten Monat gelesen. Die zweite Hälfte habe ich in diesem Monat gelesen. Und ja. Ich weiß nicht so richtig, was ich sagen soll, ihr merkt das schon, weil ich so sprachlos bin, weil das Buch so, so gut war. Das kann ich einfach nicht beschreiben. Es war nicht so gut wie andere 5-Sterne-Bücher, die ich gut finde. Es war auf seine ganz eigene Weise was ganz, ganz Besonderes. Einfach diese ganzen Kleinigkeiten, die sich in den ganzen 7 Teilen so anbahnen, von denen man aber nicht denkt, dass die irgendwie relevant sind. Die vermischen sich hier zu was ganz Großem und ich fand das Buch große Klasse. Also ich muss sagen, so die ersten 100, 200 Seiten, die fand ich noch ein bisschen öde, wo ich mir so gedacht habe, okay, muss das jetzt so lang geschrieben werden? Aber je weiter es auf das Ende zuging, desto besser wurde es. Und oh Gott, da waren auch wieder diese ganzen Zitate in Harry Potter, ja, die die waren so toll, genau wie hier. Das war einfach ein ganz tolles. Ich werde euch jetzt nicht den Zusammenhang verraten, falls ihr Harry Potter noch nicht kennt, aber ich lese euch einfach mal dieses Zitat vor. Und dies, was ich so schön fand, natürlich ist es von Dumbledore. Also, verraten Sie mir noch ein letztes, sagte Harry. Ist das hier wirklich oder passiert es in meinem Kopf? Dumbledore strahlte ihn an und seine Stimme klang laut und stark in Harrys Ohren, obwohl der helle Nebel sich wieder herabsenkte und seine Gestalt verschwimmen ließ. Natürlich passiert es in deinem Kopf, Harry. Aber warum um alles in der Welt sollte das bedeuten, dass es nicht wirklich ist? Ah, das fand ich so schön. Da kriege ich jetzt noch Gänsehaut. Und oh Mann, das ganze Buch war so toll und ich will nicht, dass es vorbei ist. Kennt ihr das, wenn ihr so eine Reihe oder ein Buch zu Ende gelesen habt? Und am liebsten würdet ihr wieder an Anfang gehen, wo ihr das noch nicht gelesen hattet, damit ihr all diese Gefühle, die ihr während des Lesens hattet, wiederkommen. Ja, Harry Potter, meine große Liebe, ne? Deswegen auch die ganzen Funko Pops. Und jetzt liebe ich nicht nur die Filme, sondern auch die Bücher. Okay, das eine oder andere Buch fand ich echt schlecht, muss ich dazu sagen. Aber im Großen und Ganzen waren sie ganz toll. Und ich will sie nie wieder in meinem Leben missen. Das war ganz große Klasse. Ich liebe Harry Potter. Und ja, machen wir weiter. Bevor ich euch weitere 10 Minuten meine Liebe zu Harry Potter bekunde.
So, machen wir weiter mit dem nächsten Buch, was ich vom Verlag zugeschickt bekommen habe. Danke nochmal dafür. Und zwar geht es um The Promise, der goldene Hof von Rachel Mead. Ja, ich würde sagen, ich lese euch einfach mal ganz kurz den Klappentext vor, damit ich euch hinterher erklären kann, was ich euch erklären will. Der goldene Hof, ein verlockendes Versprechen, die Chance, auserwählt zu werden, die Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Das Leben von Elizabeth wirkt nur nach außen hin perfekt. Verarmt und ganz auf sich gestellt ist die junge Adelige der Verzweiflung nahe. Dabei will sie doch nur eins, ihr Leben selbst in die Hand nehmen. Als sie vom goldenen Hof erfährt, sieht sie plötzlich ihre Chance. Denn der goldene Hof verspricht wenigen Auserwählten eine schillernde Zukunft. Getarnt als einfaches Mädchen will sie die Ausbildung antreten. Doch kann sie es schaffen, sich gegen die harte Konkurrenz durchzusetzen? Das ist, oh Gott, meine arme Kamera. Das ist es, ja, was im Klappen, ich werde irgendwie dunkler, wenn das Buch so neben mir ist. Was im Klappentext steht, ja, grob gesagt, es geht um die junge Elizabeth und am Anfang des Buches, ja, Elizabeth ist halt eine Adelige, aber trotzdem ist sie verarmt. Ihre Eltern sind gestorben, sie lebt nur noch mit ihrer Großmutter und ja, ihre quasi letzten Besitztümer neigen sich langsam dem Ende, wenn man das so sagen kann. Ja, und Elizabeth soll jetzt mit einem anderen Herrn verheiratet werden, damit sie nicht ganz so verarmt leben muss. Aber das kommt für sie gar nicht in Frage, weil sie ja quasi, weil sie eigentlich ihr Leben selbst in die Hand nehmen möchte. Und als sie dann vom Goldenen Hof erfährt, ja, wittert sie, wie in dem Text schon steht, ihre Chance. Und ja, sie geht mit zum Goldenen Hof und der Goldene Hof ist ein Unternehmen, was Mädchen aus einfachen Verhältnissen, also keinen Adligen oder Reichen, verspricht, dass sie sie ja, quasi unterrichten und bilden, damit sie ja, zu einer richtigen Frau heranwachsen, wenn man das so sagen kann. Und ja, der Goldene Hof verheiratet diese Mädchen dann später an reiche Männer. Und das ist natürlich die Chance für verarmte Mädchen, weil sie durch diese Ausbildung später ja, auch noch in ein reiches Haus einheiraten können. Und auch Elizabeth wittert hier ihre Chance, denn ja, wie sie das macht, das müsst ihr dann selbst lesen, das möchte ich euch nicht verraten. Auf jeden Fall kommt sie dann aus gegebenen Umständen zum Goldenen Hof und lässt sich dort unterrichten. Das ist so, ja, der Ne, das ist nicht der grobe Inhalt, das ist der Inhalt, den der Klappentext wiedergibt. Ich muss jedoch sagen, ich finde der Klappentext, ja, der gibt nur so ziemlich oberflächlich wieder, um was es in dem Buch geht. Klar, es geht dann darum, die Elizabeth, die geht dann nach, geht dann in eine andere Stadt mit diesem goldenen Hof und wird dort unterrichtet, was mir sehr gut gefallen hat an dem Buch. Meistens ist es ja so, dass Mädchen aus verarmten Verhältnissen dann in die reiche Welt kommen und dort all diese dass diese Mädchen dann dort all diesen Glamour kennenlernen und alles. Und hier war es gegenteilig, weil Elizabeth ist ja eine Adelige. Und ja, dort lernt sie dann erstmal kennen, wie, was die ganzen armen Mädchen, die dann unter anderem Zofen und sowas waren, ja, alles können müssen. Und ja, sie lernt dann irgendwie eine Adelige zu sein, obwohl sie schon eine ist. Das war irgendwie sehr, sehr cool. Das war mal total verdreht. Also nicht so, dass ein armes Mädchen in die reiche Welt kommt, sondern irgendwie andersrum, dass ein reiches Mädchen eher in die arme Welt kommt und das Arme kennenlernt. Und ja. Aber das ist nicht alles, worum es in dem Buch geht. Und ich weiß nicht, ob ich euch zu viel verrate, wenn ich jetzt mehr erzähle. Also mir hat das Buch gut gefallen. Ich mochte es sehr gerne. Ich mochte auch sehr gerne, dass es so weit vom Klappentext abgeschwiffen ist. Was sicherlich nicht für viele von euch was ist. Deswegen würde ich sagen, passt da ein bisschen auf. Ja, viel mehr möchte ich jetzt gar nicht zu dem Buch sagen, weil dazu noch eine Rezension von mir online kommt. Und da werde ich dann sicherlich noch das ein oder andere mehr dazu sagen. Auf jeden Fall geht es jetzt weiter und zwar mit dem letzten Buch aus meinem Lesemonat. Und ja, ich habe es tatsächlich gelesen. Es geht um Wohin du auch gehst von Lisa Raven. Es hat zweijähriges Jubiläum auf meinem Sub gehabt und ich habe mir gedacht, komm, zu diesem Jubiläum musst du es dann doch mal lesen. Und das habe ich getan und ja, ich habe nichts anderes erwartet. Es hat mir sehr, sehr gut gefallen, wie schon alle gesagt haben.
Es ist ein Buch, es geht um zwei Menschen, die jetzt in einem Theaterstück um Ethan und Cassandra. Die müssen jetzt halt auf der Bühne wieder ein Paar spielen. Aber die beiden, die kennen sich schon, nämlich aus ihrer Vergangenheit, wo sie nämlich gemeinsam auf eine Schauspielschule gegangen sind. Und ich fand das sehr schön in dem Buch, dass es immer zwischen der Vergangenheit und der Gegenwart spielt. Auch die Verbindung fand ich sehr, sehr schön. Ja, hat mir sehr gut gefallen. Ich mochte das sehr gerne. Ich mag das eh, wenn es so zwischen Vergangenheit und Gegenwart springt. Wenn es nicht zu verwirrend ist. Und das war es hier keineswegs. Es war ein ganz tolles Buch, eine super süße Liebesgeschichte. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es in dem Buch weitergeht. Es gab so das ein oder andere, was ich so ein bisschen sehr übertrieben fand. Das war mir dann so ein bisschen too much, wo ich mir gedacht habe, okay, das muss jetzt nicht sein. Aber gut, ansonsten fand ich es sehr, sehr gut. Hat, glaube ich, 4 oder 4,5 Sterne von mir bekommen. Und ja, das war es auch schon von meinem Lesemonat. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ja, ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wie viel ihr so im September gelesen habt. Und schreibt mir auch gerne mal in die Kommentare, welcher Monat bis jetzt der Monat war, wo ihr am wenigsten gelesen habt. Für mich war das ja definitiv der September. Ja, wie gesagt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss!